Mein lieber Wassermann, das ist die allgemeine Monatsprognose für Januar 2021. Zwischen 1. und 5. des Monats hast du Merkur Konjunktion Pluto in Steinbock. Eine ernsthafte Angelegenheit, die sich verzögerte, dürfte bald zu Ende kommen und dies wird dir ein Gefühl der Erleichterung geben, mein lieber Wassermann. Im Bereich des Berufes dürftest du bald Anerkennung erwarten. Dies gilt insbesondere, wenn du in den letzten 2 Jahren im Hintergrund viel geleistet hast. Ein Mensch aus der Vergangenheit könnte sich erneut bei dir melden, allerdings solltest du mit diesem Menschen vorsichtig sein. Am 6. des Monats tritt Mars in Stier ein. Bis 3. März wirst du dir neue Lebenssituationen aufbauen, beziehungsweise wirst du dir eine neue Lebensgrundlage aufbauen und dies wird dir mehr Sicherheit verleihen. Deine Suche nach einer neuen Heimat, Wohnung, einem Haus oder Grundstück könnte zu Ende sein. Wahrscheinlich wirst du dich anstrengen, eine neue Lebensbasis zu schaffen. Am 8. des Monats tritt Merkur in deinen Zeichen ein. Das heißt, bis 15. März wirst du eine unheimliche geistige Kraft für eine Sache einsetzen müssen. Es ist wichtig, sich auf ein einziges Thema oder Konzept zu konzentrieren, anstatt zerstreut zu werden. Wir haben dann am 9. des Monats Merkur Quadrat Mars. Bis 15. des Monats dürftest du einen wichtigen Termin haben. Schriftliche Formalitäten, Prüfungen und Lernveranstaltungen sind mit Erfolg gesegnet, auch wenn manche Dinge sich verzögern. Vorsicht beim Autofahren ist an diesen Tagen bis zum 15. Januar angesagt. Das Unfallpotenzial steigt bei den meisten Wassermännern an. Wir haben dann zwischen 10. und 11. des Monats eine große Konjunktion zwischen Merkur, Saturn und Jupiter in deinem Zeichen. Du wirst bald einen Meilenstein in deinem Leben erreicht haben, mein lieber Wassermann. Wahrscheinlich solltest du erkennen, dass du dich trotz aller Schwierigkeiten dich im Laufe der letzten Jahre gut entwickelt hast. Wir haben dann am 12. eine Quadratur zwischen Uranus und Merkur. Man sollte sich beruhigen und nicht so angespannt sein, dass man einen Fehler begeht. Ab diesem Datum und bis zum Monatsende wirst du für mehr Abwechslung in deinem Alltag sorgen. Am 13. Januar haben wir Saturn Quadrat Mars. Bis Anfang Februar können sich manche Prozesse verlangsamen, aber du wirst den angestrebten Erfolg bei einer Angelegenheit haben. Also mache dir bitte keine Sorgen. Wir haben dann am 13. einen Neumond in Steinbock. Intensive Emotionen können ganz schlecht sein, wenn man nicht in der Lage ist, diese unter Kontrolle zu halten. Es empfiehlt sich, vom 12. bis zum 13. Januar zu fasten, damit man sich von giftigen Stoffen befreien kann. Wir haben am 14. des Monats Venus Trigon Uranus. Eine neue Liebe oder Liebesaffäre ist mit dieser Kombination möglich. Nutze die Zeit, lieber Wassermann, deinen kreativen Kräften freien Lauf zu lassen, vor allem zu Hause. Die Dekorierung und Verschönerung von Räumlichkeiten und Gegenständen sind begünstigt. Am 14. haben wir deinen Herrscher Planet Uranus direkt laufend in Stier. Das heißt, bis August wirst du dir eine neue Lebensgrundlage schaffen. Dies wirst du am besten alleine machen, ohne zu viel Hilfe von anderen. Deine Wohnsituation kann sich im Laufe des Jahres ändern.
Zwischen 15. und 17. des Monats haben wir Jupiter Quadrat Uranus. Diese Konstellation begünstigt die Arbeit vom Zuhause aus. Home Office ist damit gut beeinflusst. Auch wenn man das Gefühl hat, vieles gleichzeitig erreichen zu können, sollte man eine Sache nach der anderen machen, ansonsten wird man überfordert sein. Zwischen 18. und 20. des Monats haben wir eine Konjunktion zwischen Mars und Uranus im Stier. An diesen Tagen könntest du entweder viel unterwegs sein oder dich wegen einer Sache ärgern. Zwischen 21. und 24. des Monats bilden Sonne und Saturn eine Konjunktion in deinem Zeichen. Ernsthaftigkeit und Verantwortung werden diese Tage einprägen. Zwischen 25. und 27. haben wir Sonne Quadrat Uranus. Wahrscheinlich wirst du jemandem deine kalte Seite zeigen. Vielleicht solltest du dich zurückziehen und abwarten, bis eine Sache ihren definitiven Abschluss erreicht hat. Am 28. haben wir einen Vollmond in Löwe. Neue Entwicklungen sind im Bereich der Partnerschaften und Zusammenarbeit zu erwarten. Am 29. hast du Sonne-Konjunktion Jupiter in deinem Zeichen. Mit Hilfe eines Menschen dürftest du ein wichtiges Ziel erreichen. Am 30. ist Merkur rückläufig auch in deinem Zeichen. Bis Anfang März musst du eine Sache korrigieren oder wiederholen, damit diese abgeschlossen wird. Mein lieber Wassermann, mit diesen allgemeinen Aussagen bin ich fertig mit Januar 2021. Ich wünsche dir einen guten Start in das Jahr 2021. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Falls du eine individuelle Beratung brauchst, kannst du diese bei mir jederzeit buchen.